Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei Teste dein Wissen. Und heute, meine geehrten Brüder und meine geehrten Schwestern, darf ich euch vorstellen, Teste dein Wissen. Wir gehen in die Großstädte von Österreich, der Schweiz und Deutschland und fragen die Menschen, was sie über den Islam wissen. Jeder Teilnehmer und Teilnehmerin bekommt automatisch eine Teste dein Wissen über den Islam Geschenkbox. Und wenn sie 6 oder mehr Aussagen richtig hat, bekommt diese Person nicht nur die Geschenkbox, sondern auch noch 50 Euro geschenkt dazu. Und jetzt sehen wir uns die Inhalte im Genauen an. In jeder Geschenkbox befindet sich ein Koran in deutscher Sprache. Hier ein Exemplar, was jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer bekommt. Jeder kann sich also gewiss sein, ein Koran ist dabei. Schöne Taschenbuchformat, auf jeden Fall ein tolles Stück. Ebenso in der Teste dein Wissen-Box ist eine Packung Schwarzkümmeltee. Der Prophet Mohammed, Frieden und Segen auf ihm, sagte, dass Schwarzkümmel alle Krankheiten heilt, außer den Tod. Und mit diesen Hadith können wir unsere nicht-muslimischen Teilnehmerinnen belohnen. Ebenso in der Teste dein Wissen über den Islam Geschenkbox befindet sich eine Packung mit 10 Stück orientalischen Räucherstäbchen. Ihr bekommt hier also wirklich ein Teil arabischer Kunst, hochwertiges Material. Und warum wir das dazulegen, ist, der Prophet Mohammed, Frieden und Segen auf ihm, hat gesagt, dass man sein Haus mit Buchur und gutem Duft hinterlassen soll. Und deswegen legen wir 10 Stück in die Geschenkbox mit rein. Ebenso befindet sich ein Stück Siwak. Ein Miswak befindet sich in der Box. Der Prophet Mohammed, Frieden und Segen auf ihm, hat es gepflogen. Es ist eine Sunna, eine traditionelle Überlieferung, dass der Prophet sich vor dem Gebet mit diesem die Zähne gereinigt hat. Ebenso in der Teste dein Wissen über den Islam Geschenkbox ist ein Lesezeichen inkludiert. Absolut zu empfehlen, dass man sich während der Lesestunde, im besten Fall natürlich im Koran, das Lesezeichen reinsteckt und dann natürlich auch weiterliest. Last but not least haben wir für euch noch eine Überraschung. In jeder Geschenkbox befindet sich ein 30-Euro Gutschein für den Imam-Shop. Jeder Teilnehmer bekommt automatisch bei der Teilnahme 30 Euro für unseren Shop inkludiert. Und das sind die Inhalte der Teste dein Wissen über den Islam Geschenkbox hier bei Teste dein Wissen über den Islam. Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei Teste dein Wissen. Mein Name ist Ami und ich darf mich heute hier mit unserem geehrten Gast begrüßen. Herzlich willkommen. Wie geht's dir, Jonas? Ja, ganz gut soweit. Jonas, dein Name, oder? Jonas, genau. Ja. Ja, Jonas hat mir schon davor gesagt, wie er heißt. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja. Wir absolvieren heute Teste dein Wissen und du weißt, wenn du 6 oder mehr Aussagen richtig beantwortest, gibt es eine Teste dein Wissen Box Plus? 50 Euro. Und wenn du 5 oder weniger beantwortest, kriegst du? Die Testbox. Absolut richtig. Tut mir leid, diese Aussagen waren jetzt noch nicht Teil des Spiels, aber schon gut gemacht. Schon gut gemacht, meine Damen und Herren. Wir beginnen direkt hier mit der ersten Aussage. Und haben Sie hier. Die erste Aussage, Jonas, lautet, der Koran besteht aus 114 Kapiteln. Ich wiederhole nochmal. Der Koran besteht aus 114 Kapiteln. Suren. Also, das ist die Aussage. Jetzt mal kurz nachgedacht, reflektiert. Was denkst du diesbezüglich? Also ich denke, das kann schon sein, aber ich habe absolut keine Ahnung. Kann nichts machen. Ich müsste raten. Ich würde sagen, es stimmt. Ich glaube, es ist wahr. Dann raten ist auch eine Möglichkeit. Ja. Genau. Gut, dann bewerten, genau. Gib's da oben hin, weil dann nachher werden wir es auflösen. Sehr gut. Sehr gut. Wir gehen zur nächsten Aussage. Die nächste Aussage lautet: Der Prophet Mohammed, Frieden und Segen auf ihm, wurde 67 Jahre alt. Wahr oder falsch? Boah, es kann sein, aber es wäre schon sehr alt. So früher wurden die Menschen ja allgemein nicht so alt, leider. Deswegen, ich würde tendieren dazu, dass es nicht wahr ist. Ich denke, er würde nicht so alt. Wie kommst du auf diese Position, dass du sagst, du hast gesagt, okay, die Leute wurden nicht so alt früher, verstehe ich. Es gab Kriege, es gab alles Mögliche. War früher einfach ein bisschen schwierigeres Leben. Deswegen würde ich sagen, 67 ist dann schon alt so für damalige Verhältnisse. Es kann sein.
Aber ich glaube halt auch dadurch, dass er ja eine sehr berühmte Person war vielleicht und dass halt auch er wahrscheinlich auch Feinde dadurch gehabt hat, dass vielleicht auch dadurch einfach mehr Gefahr bestand früher. Weiß ich nicht. Ich würde einfach schätzen, das ist falsch. Okay, dann bitte ich dich einzuloggen. Ja, genau. So loggst du ein und so gehen wir zum nächsten Punkt. Gut, bis jetzt hast du zwei Aussagen gemacht. Wie fühlst du dich bis jetzt? Ja, ganz gut. Also, läuft, oder? Ja. Läuft. Mal gucken. Mal gucken. Wir kommen. Wahrscheinlich eher alles falsch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aussage lautet, dritte Aussage. Muslime glauben, dass Jesus ein Prophet Gottes war. Also kurz zur Reflexion, nicht direkt antworten. Prophet Gottes. Was ist deine Position? Wie denkst du diesbezüglich? Also ich weiß, dass sie nicht... jetzt bin ich gerade verwirrt. Also ich weiß, das Judentum, glaubt nicht daran, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich kommentiere das jetzt mal nicht. Ja, alles, erzähl ja, ruhig. Ja. Ich glaube, Muslime glauben schon daran, dass Jesus Gottes Sohn war, aber ich bin mir da auch nicht zu 100% sicher. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, also dass es ein Prophet war auf jeden Fall. Komm noch ein Stück ran und dann würde ich, Also selbst wenn er Gottes Sohn wäre, würde er nicht ausschließen, dass er ein Prophet ist. So. Gut. Genau, ja. Gut, Muslime glauben, dass Jesus ein Prophet Gottes war. War. Wir kommen zur vierten. Gleiches Halbzeit. Die vierte Aussage lautet, Muslime haben auch einen muslimischen Papst. Ich glaube nicht. Also es gibt ja diese Wanderung zu diesem schwarzen Stein. Ich weiß nicht, wie er heißt. Vielleicht kannst du da aufklären. Der schwarze Stein? Ja. Der schwarze Stein ist in Mekka, ja. Die Mekka, stimmt. Ja. Nach Mekka gibt es die Wanderung und so. Aber ich wüsste jetzt nichts davon, dass es einen muslimischen Papst gibt, ja, als Oberhaupt oder so. Wie. Aber den Papst kennst du? Also das Konzept vom Papst. Ja, das kenne ich, klar. Aber ich glaube nicht, dass es beim muslimischen Glauben so ist. Ja. Dann bitte ich dich, das einzuloggen. Das ist sehr gut. Danke auf jeden Fall, dass du... Ui, ist runtergefallen. Kommt mir auch manchmal vor. Das hast du auf jeden Fall schon mal sehr gut gemacht, die ersten vier Fragen. Ich muss sagen, ja, das entwickelt sich ja alles gut in der letzten Zeit. Alles gut. Ja, ich hoffe. Mal gucken. Sehr, sehr gut. Fünfte Aussage. Der Islam schreibt vor, dass Muslime nicht mit Andersgläubigen befreundet sein dürfen. Das ist eine etwas längere Frage. Ich denke, da gibt es halt, genauso wie auch beim Christentum, gibt es ja auch die Zeugen Jehovas, die sehr extrem sind und ihre eigene Interpretation davon haben, vom Koran oder halt von der Bibel. Deswegen, ich denke, es gibt bestimmt Muslime, die so handeln, aber ich denke so nicht, dass es der allgemeingültige Standard ist, dass Muslime keine anderen Gläubigen befreundet sein dürfen. Okay. Das heißt, welche Aussage würdest du diesbezüglich, also wie würdest du diese Aussage bewerten, wahr oder falsch? Ich würde falsch sagen, ja. Also ich würde sagen, so, es gibt bestimmt Muslime, die so denken, also die sich selber für so interpretieren. Es gibt ja immer Leute, die so ein bisschen mehr ins Extreme gehen und sehr strengen Glauben führen für sich so, wie sie es halt für richtig halten. Aber ich wüsste jetzt nicht davon, dass der Islam allgemeingültig vorschreibt, dass Andersgläubige nicht befreundet sein dürfen mit Muslimen. Genau. Dann bitte ich dich, das auch einzuloggen und wir kommen wirklich mit einem sehr, sehr schönen Tempo da hier weiter. Gut, dann kommen wir zur sechsten. Wir hatten das Thema gerade, zufälligerweise. Ja. Muslime beten die Kaaba, also diese schwarze Kiste, oder schwarze Box, schwarze aus, in Mekka an. Ja, jetzt ist die Frage, ob die Box Kaaba heißt. Die Box heißt Kaaba, ja. Es gibt andere Begriffe, ja. Betullah, aber trotzdem. Okay. Ja, dann ist wahr. Da gibt es ja extra die, wo jeder... Und die Frage hast du richtig verstanden? Also mit schwarzem Körper und schwarzer Ochs? Ja. Ja, gut, die Frage ist jetzt, beten sie die Box an oder beten sie einfach nur dort? Genau, beten sie die Box an. Da steht beten an. Das ist die Frage. Vielleicht manchmal hat man die Frage nicht so gescheit gelesen, deswegen wiederhole ich die Frage nochmal. Ich will dich ja nicht abziehen, mein Freund. Ja, also ich denke, sie beten ja Allah an und nicht die Box, aber sie beten halt bei der Box zu Allah. Wahrscheinlich wird das so ein Punkt sein, wo Allah am nächsten zum Gläubigen steht. Würde ich jetzt mal schätzen. Ja, ich meine, kommentieren kann ich es jetzt nicht, sonst würde ich dir vielleicht einen Tipp geben, der unpassend ist. Ja. Aber du hast die Frage jetzt verstanden und ich würde dich halt darum bitten, eine Entscheidung einzuloggen. Wie gesagt, du kannst nichts falsch machen, weil gewinnen wirst du auf jeden Fall. Ich sag wahr. Ich sag jetzt einfach mal wahr. Danke auf jeden Fall und wir kommen zur siebten Aussage. Ja. So, siebte Aussage. Das ist eine leichte Aussage, ganz leicht. Alle Verse im Koran sind gleich lang.
Ja, super leicht. Ist ganz leicht, oder? Ganz muss man wissen. Ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Koran in meinem Leben noch nicht gelesen. Boah. Lass dir Zeit. Hey, Jonas, schau mich an. Lass dir Zeit. Kannst du reflektieren? Ich bin für dich da, okay? Ich sag, es ist wahr. Bitte einloggen und wir kommen zur letzten Frage. Dann lösen wir auf und dann schauen wir mal, was du hier alles mitnehmen kannst. Muslime sind verpflichtet, in ihrem Leben einmal die Pilgerfahrt nach Mekka zu verrichten. Also ich lese dir nochmal vor, okay? Muslime sind verpflichtet, einmal in ihrem Leben die Pilgerfahrt nach Mekka zu verrichten. Wahr oder falsch? Ich würde sagen falsch, weil ich denke, verpflichtet ist das falsche Wort. Ich denke, das ist ein Ziel, halt einmal im Leben so dahin auf jeden Fall zu reisen. Aber ob das jetzt verpflichtend ist, also ich würde, also verpflichten würde ja bedeuten, so dass zum Beispiel, dass sie dann nicht mehr muslimisch wären, wenn sie es jetzt nicht machen würden, weil es ja verpflichtend ist. Weißt du, wie ich meine? Ich werde dir einen kleinen Hinweis geben auf die Frage. Das Wort verpflichtet im islamischen Kontext bedeutet, wenn du es nicht tust, obwohl du in der Lage bist, begehst du eine Sünde. Okay, dann sag ich wahr. Dann würde ich wahr sagen. Okay. Ja. Du sagst wahr, weil? Du glaubst? Ich glaube, das wäre dann, also ich kann mir vorstellen, dass es eine Sünde wäre, wenn du nicht einmal im Leben nach Mekka reist. Gut. Dann lösen wir auf. Ja. Welches Gefühl hast du? Ich kann es nicht einschätzen. Ich hoffe, es wird gut. Ich bin gespannt. Okay, Jonas, ich denke, es freuen sich auch viele, dann nachher zu sehen, wie viele richtige und falsche Antworten hast. Gib mir kurz die Coins und wir gehen eins nach dem anderen durch. Ich werde dir auch ein bisschen kurz dazu etwas sagen, damit du auch einen Horizont erweiterst, okay? Der Koran besteht aus 114 Kapiteln, Suren. Ja, du hast richtig erraten. Die Aussage ist wahr, weil es gibt 114 Kapiteln, 114 Suren im Koran. Sie werden sozusagen aufgegliedert. Und insgesamt gibt es 114. Ja, die erste ist sehr bekannt, Al-Fatiha, jeder Muslim rezitiert das. Und dann kommt man immer weiter, bis zur letzten Sura, Al-Nas, 114. Also, stabiler Start. Der Prophet Mohammed wurde 67 Jahre alt, sagst du, ist unwahr. Hast auch eine richtige Antwort gegeben, ist unwahr, er wurde 63 Jahre. Im Alter von 40 Jahren hat der Prophet Mohammed die Offenbarung bekommen. Wurde er zum Propheten berufen. Er war schon immer Muslim. Aber er wurde dann beauftragt, den Islam sozusagen in seinem Volk der Mekkanern und dann Medinern natürlich zu verbreiten. Ja. Aber die Phase der Prophezeiung hat 23 Jahre gedauert. Das heißt, 40 plus 23 ist? Was nochmal? 40 plus 23 ist? 63, ja. Genau, und deswegen nicht 67. Okay. Wir kommen zur dritte. Muslime glauben, dass Jesus ein Prophet Gottes war. Sagst du, das ist richtig? Und die Wahrheit ist auch, ja. Muslime glauben daran. Das heißt, Moses, Jesus, Noah, Adam, Propheten. Jesus und Jesus der vorletzte Prophet, Mohammed der letzte Prophet und nach Mohammed kommt niemand, aber Jesus war definitiv auch ein Prophet. Also, okay. Wir teilen uns im Christen sozusagen, denn Jesus im Islam ist ein Prophet. Darf ich was nachfragen? Ja, bitteschön, ich bin für dich da. Glauben Muslime daran, dass Jesus Gottes Sohn war? Da war ich mir jetzt nicht sicher. Glauben auch. In einem Wort, nein. Nein, okay. Im Kontext, Gott hat keine Söhne. Gott, das wäre eine menschliche Eigenschaft, wäre unvereinbar mit dem Gotteskonzept im Islam. Okay. Cool? Cool. Ja, okay. Muslime, vierte Aussage, Muslime haben auch einen muslimischen Papst. Machen wir es kurz und knapp, das ist Fiktion. Okay. Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr? Dann haben Sie einen falschen Weg eingeschlagen. Ihr Jonathan Frakes. Also hast du gut gemacht, ja? Bis jetzt absolute stabile Leistung. Mein Gott, das ist ja richtig gut. Gut, der Islam schreibt vor, dass Muslime nicht mit Andersgläubigen befreundet sein dürfen. Sagst du, ist falsch? Das ist richtig. Es ist uns nicht verboten, eine Freundschaft in dem Sinne mit Nichtmuslimen zu haben. Es gibt Gefolgschaft, die sozusagen nicht vereinbar ist, aber die normale Befreundschaft ist absolut richtig. Schaut also auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Gut, wir kommen zur vorletzten Frage. Und zwar, zur sechsten Frage. Genau. Muslime beten die Kaaba, schwarze Box im Mekka. Da muss ich das erste Mal einen Dissens aussprechen, das ist nicht wahr. Muslime beten nur Allah.
Allah ist die Eigenschaft, Allah ist die Existenz, die alle Eigenschaften hat, um angebetet zu werden. Ich habe es noch richtig... Du hast reflektiert. Ja, habe ich es aber falsch, ja. Genau. Du hast reflektiert. Beim Test, genauso. Ja, aber ja, man muss halt auch darüber nachdenken, was eine Anbetungswürdigkeit ist. Ja. Ein Stein kann nicht angebetet werden. Ja. Mensch auch nicht. Mhm. Und schon gar nicht eine Box. Ja. Super, wir kommen zum Finale. Jetzt ist es eigentlich spannend, mein Lieber. Also wenn eine der beiden richtig ist... Die wird ja wahrscheinlich falsch sein. Wenn also du brauchst eine von beiden richtig für die 50 Euro. Ja, ich hoffe. Ich bete. Du betest? Gut. Alle Verse im Koran sind gleich lang, sagt Jonas. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ja. Es gibt sehr, sehr kurze, die wenige Worte sind, und dann gibt es lange, die über mehrere Seiten gehen. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht eine Motivation, ein bisschen dazu recherchieren. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, kommen wir zur letzten Aussage. Muslime sind verpflichtet, einmal in ihrem Leben die Pilgerfahrt nach Mekka zu verrichten. Sagst du ja? Sagst du noch immer ja? Ich sag noch immer ja, ja. Möchtest du vielleicht überdenken? Nee, alles gut, ich sag ja. Alles klar. Gut, dann darf ich auflösen. Muslime sind, wenn sie bei der gesundheitliche Zustand, der finanzielle Zustand es ermöglicht, verpflichtet die Umrah, beziehungsweise die Hajj, im Konkreten die Hajj, die große Pilgerfahrt zu leisten. Und da hast du diese Aussage auch richtig beantwortet und hast somit nicht nur unsere einzigartige Teste dein Wissen Box ja, gewonnen, die Geschenkbox. Herzlichen ja. Glückwunsch. Danke. Auf jeden Fall gut gemacht. Und ja. Ein Mann, ein Wort. Sechs oder mehr sind 50 Euro. Nimm. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Gut gemacht. Wie hast du dich jetzt gefühlt? Wie war dein Feeling? Wie hast du diese Empfindung? War ein bisschen Stress. Du hast es mit der letzten Frage noch gerettet, mein Freund. Ja, also ich war mir erst so unsicher, weil ich bin tatsächlich ein Mensch, ich bin nicht so gläubig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und deswegen habe ich jetzt dann schon Angst gehabt, dass ich halt mich komplett blamier und gar nichts weiß. Aber man hat schon einiges dann schon aufgeschnappt und hat sich denken können. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich, hier gewesen sein zu dürfen. Und hat mir Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Viel Spaß mit der Box. Da drin sind einzigartige Sachen, die werden wir dir nachher noch zeigen. Räucherstäbchen sind drin. Schwarzkümmeltee sind drin. Sogar ein Koran in deutscher Sprache ist drin. Ein Lesezeichen ist drin. 30 Euro Gutschein für unseren Shop ist drin. Und 50 Euro oben noch drauf. Ich sag, du hast alles richtig gemacht. Dankeschön. Komm gut nach Hause. Vielen Dank, Jonas. Freut mich sehr, mit dir gesprochen zu haben. Und wir sehen uns inshallah beim nächsten Video. Salam alaikum und tschüss. Salam, 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 salam.